Also, sehr geehrter Präsident, geehrte Kolleginnen und Kollegen, werte Gäste, ich war doch eben überrascht über den starken Applaus, denn das, was Herr Friederici tatsächlich am Ende gesagt hat, ist nicht ganz richtig, beziehungsweise überhaupt nicht richtig. Es gibt eine Studie zu den Unfällen mit Pedelecs, wo eben darauf geachtet wird, was passiert da eigentlich. Die sind ja mit größerer Geschwindigkeit unterwegs und führt das nicht auch zu mehr Unfällen? Und der Verband der Versicherungswirtschaft ist zur Erkenntnis gekommen in einer Studie, dass das eben gerade nicht der Fall ist. Das heißt also, was Sie hier eben gesagt haben, ist einfach falsch. Zu den Nutzfahrzeugen muss ich auch sagen, in Berlin sind tatsächlich ja schon welche unterwegs im Produktiveinsatz. Das funktioniert noch nicht so gut, wie man sich das vielleicht vorstellt, nämlich bei der PVG als E-Busse. Und genau da, denke ich, ist es aber sinnvoll, dass auch in Zukunft an der Stelle weiterentwickelt wird und geschaut wird, dass das einen zuverlässigen Betrieb gibt. Und genau dafür braucht man natürlich dann auch entsprechende Pilotprojekte, wie sie gerade jetzt auch schon stattfinden. Zu den Anträgen im Einzelnen, Wirtschaftsverkehr grüner gestalten, City-Logistik nachhaltig entwickeln, da fiel mir als erstes auf, ich würde das auf jeden Fall da einen Zeitraum von 12 Monaten sehen, weil man nur dann auch alle Jahreszeiten mit drin hat und sich da vielleicht auch die Liefersituation unterschiedlich darstellt, ob das im Winter oder im Sommer passiert mit einem Pedelec. Mir fehlt ein Blick auf die Lade- und Entladeflächen. Ich gebe zu, das ist nicht nur eine Geschichte dann für die Mikrodepots, aber hängt doch stark damit zusammen. Insgesamt brauchen wir auf jeden Fall funktionierende Be- und Entladeflächen und Lieferflächen für den Wirtschaftsverkehr. Das könnte man dort auch noch mit berücksichtigen, indem man das direkt adressiert. Dann beim zweiten Antrag habe ich mich gefragt, warum nur die Konzentration aufs Gewerbe? Klar, das ist dann erstmal ein beschränkter Bereich, wo man sich mit auseinandersetzen kann und wo man Erfahrungen sammeln kann. Ich würde mir mittelfristig aber durchaus wünschen, dass es einfach E-Lastenräder auch für alle gibt. In Stuttgart gibt es ja schon von der Bahn beispielsweise Pedelecs, das sind dann noch keine Lastenräder, aber die kann man dann eben überall auswählen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es auch in Berlin bestimmte Stationen gibt, wo man mal testet, wie das ist, wenn man den Wocheneinkauf eben dann mit einem E-Pedelec auch als Privatperson nach Hause transportiert. Auch das könnte ich mir gut vorstellen, dass man da dieses Thema noch mit aufnimmt. Ob das dann Sinn macht, wird man vielleicht ja noch im Ausschuss diskutieren können, wenn ja der Wunsch besteht, so wie ich den von den Koalitionsfraktionen wahrnehme, dass die Anträge in den Ausschüssen beraten werden sollen, statt hier konkret abgestimmt werden. Vielleicht kommen Sie ja dann tatsächlich auch noch mal auf die Tagesordnung. Auch fehlt mir noch, dass der Senat sich dafür einsetzt, dass bei landeseigenen Betrieben vielleicht damit auch noch mehr gemacht werden kann. Ich denke hier zum Beispiel an die BSR oder andere, wo ja auch in anderen Städten da schon Erfahrungen gesammelt wurden, die man durchaus auf Berlin übertragen kann. Auch das habe ich hier nicht gefunden. Insgesamt muss ich aber sagen, finde ich die Anträge durchaus sinnvoll, auch wenn sie nicht alle Aspekte abdecken, wie Herr Wolf schon erwähnt hat. Insofern stehe ich dem insgesamt durchaus positiv gegenüber und denke, dass man sie dann eventuell noch erweitern oder verbessern kann. Grundsätzlich hätte ich aber auch nichts dagegen, die direkt so abzustimmen, denn irgendeinen Schaden oder irgendwas Schlechtes wirklich kann ich jetzt hier nicht finden. Vielen Dank.